Für den Temperaturversuch braucht ihr 3 große Messbecher, 3 Messzylinder mit einem Volumen von 100 ml, 3 Trichter, 3 Pipetten, 6 Gramm Hefe und 15 Gramm Zucker, 3 kleine Messbecher, Wasser- und Wasserkocher, 3 Thermometer, die ihr auch als Rührstäbe verwenden könnt, eine Waage und eine Stoppuhr. Bildet eine Gruppe von 5 bis 6 Personen. In der Gruppe braucht ihr einen Zeitwächter, einen Temperaturwächter und 3 Protokollanten. Wiegt 5 Gramm Zucker und 2 Gramm Hefe ab. Befüllt die großen Messbecher zu einem Viertel mit 25 Grad, 35 Grad und 45 Grad warmem Wasser. Stellt die Messzylinder in die Wasserbecken, befüllt sie mit 20 ml Wasser und gebt mit Hilfe der Trichter das abgewogene Hefe-Zucker-Gemisch zeitgleich in die Messzylinder. Achtet darauf, dass das Gemisch an den Wänden des Zylinders nicht haften bleibt. Nun werden alle Gemische in den Messzylinder zeitgleich für 10 Sekunden umgerührt. Mit dem Ende des Rührens startet die Stoppuhr. Alle 30 Sekunden gibt der Zeitwächter nun das Signal zum Ablesen. Die Protokollanten tragen die Werte der Messzylinder in den Beobachtungsbogen ein. Der Temperaturwächter überwacht währenddessen die Temperatur der Wasserbecken und hält sie konstant. Viel Spaß beim Experimentieren!